juristischergedankensalat.de präsentiert. Aus dem Hause C.F. Müller kommt das handliche Skript zum Handels- und Gesellschaftsrecht von Lutz Schade. Auf 227 Seiten ist der examensrelevante Stoff des Handels- und Gesellschaftsrechts aufgearbeitet. Soweit erstmal nichts Unbekanntes. Dieses Skript aber ist studentenfreundlich. Das beginnt beim gewählten Layout, geht über die klausurorientiert gelösten Übungsfälle und hört selbst bei den relevanten Definitionen noch nicht auf. Aber auf den ersten drei Seiten finden sich zunächst Tipps vom Lerncoach. Hier geht es ausnahmsweise mal nicht um Jura, sondern um das Thema Lernen. Neben Tipps zum Zeitmanagement und Motivation wird dem Studenten ein Weg zu einem eigenen Lernstil aufgezeigt. Ist dieser dann gefunden, geht es auch gleich los. Der erste Teil des Buches dreht sich rund um das Handelsrecht. Von seiner Systematik über das Handelsregister bis hin zum Handelsgeschäft geht die Reise einmal rund durch die doch überwiegend recht komplexe Materie. Dabei nimmt der Autor den Leser an die Hand und führt ihn mit Hilfe von zahlreichen Grafiken und Beispielen zu den Übungsfällen. Die sind dann auch der richtige Stopp, um das bisher Erlernte zu kontrollieren. Ein großer Pluspunkt: unterwegs gibt es immer wieder klausurtaktische Hinweise und die Übungsfälle sind im Gutachtenstil gelöst. Der zweite Teil des Buches führt dann durch das Gesellschaftsrecht. Auch hier gibt es eine klar strukturierte Einführung. Über die Grundlagen geht es dann in dem besonderen Teil, natürlich nicht ohne zahlreiche Hinweise. In beiden Teilen sind verschiedene Prüfungsschemata eingearbeitet. Der Clou: in den Text integrierte Wiederholungs- und Übungselemente lockern das Lernen auf. Und immer wieder bietet sich die Gelegenheit, auf den Online-Wissenscheck zuzugreifen, um das bisher Erlernte zu wiederholen oder um sich einfach mal zu testen. Denn hinten im Buch findet sich ein Code, mit dem man auf der Plattform juracademy.de seinen persönlichen Online-Wissenscheck freischalten kann. Dieser steht dann ein ganzes Jahr lang 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Neben verschiedenen Wiederholungsfragen bietet sich hier die Möglichkeit, durch Tests das bisher Erlernte zu verfestigen. Im Namen der Rezensorin ergeht folgendes Urteil. Das Konzept dieser Skriptreihe fand ich schon beim ersten Lesen toll. Nachdem ich es nun ausprobiert habe, kann ich nur sagen: perfekt. Das ganze Skript ist einfach gut aufgebaut, klar strukturiert und die vielen Grafiken verdeutlichen die oftmals schwierigen Fragen. Ich habe mit einem anderen Werk aus der Reihe das Staatsexamen im Schwerpunkt vorbereitet und kann nur sagen, it works. Das Skript ist auf dem Stand März 2012, hat also alles an relevanter Rechtsprechung und Wissenschaft dabei. Für jeden, der kompakt wiederholen und für die Klausur trainieren möchte, ist dies das richtige Skript.